Yes! Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Hier seht ihr schon im Titel eingeblendet, tu es oder du stirbst und ja, das ist das Spiel, was wir heute machen. Also wir machen kein Spiel, wir spielen ein Spiel. Ich bin dumm und kann nicht sprechen. Let's get it started. Wir haben einmal Story, Endless und Options. Ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Story, sehen irgendeinen komischen Hund, kriegt eine Perücke abgezogen, schaut sich um, eine Ziege, die tanzt. Chuck, Huck, also 2-1 und ich muss sie irgendwie... Was ist das für eine Scheiße hier? Shoot the Kite steht hier, also ich klicke auf den... Eat, warum soll ich denn jetzt essen? Hier ist ein Dings, ich muss es in den Mund schieben. Do nothing? Ja. Endlich habe ich mal was geschafft hier. Flip the table kommt als nächstes. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also ich glaube, ich drücke einfach so. Oh! Habe ich wieder geschafft. Verstecke deinen Furz als nächstes. Das heißt, ich laufe so. Yes! Clear the eye, also reinige das Auge. Ich muss wohl dann... Nein. What? Was ist das denn für ein hektisches Spiel? Ich habe das Gefühl, dieses Spiel kann man nahezu nur ungeschnitten kommentieren, weil so wirklich mit Schneiden... Ich meine, da kommen die ganze Zeit neue Aufgaben binnen kürzester Sekunden. Hier haben wir jetzt eine Dampflok, die Spaghetti isst und einen Vogel sieht. Jetzt hört sie auch Spaghetti zu essen und fährt dem Vogel hinterher. Das ist die Ausgangssituation. Chuck Huck ist das Erste, also... wow. So, also den Ersten da haben wir getötet. Der Arm geht hoch. Clear the Eye ist das Nächste. Also die Aufgaben wiederholen sich tatsächlich. Ich weiß aber nie, Yes, win! Wahrscheinlich win. Essen ist die nächste Aufgabe. Und zwar hier rein und... Win! Damn, ich werde immer besser. Wieder nichts tun, meine Damen und Herren. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier hin. Yay! Nächste Aufgabe ist Flip the Table. Hatten wir ja vorhin auch schon. Das heißt, ich warte, bis das Ding hier ganz oben ist. Hau das nach oben. Hau ein UFO mit kaputt. Und wir haben als nächstes Hide Your Fart. Die Aufgaben hier wiederholen sich tatsächlich so ein wenig. Also ich packe ihn hier vorne drauf. So da, Oh, puh, zum Glück noch geschafft, Alter. Ich dachte, ich ziehe jetzt wieder weg. Shoot the Kite. Also diesmal wieder den Drachen abschießen. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Warum? Jetzt soll ich die Show gewinnen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. What is the square foot of... Win! Ich bin so klug! Smash the bug, also mach die Fliege kaputt. Mal wieder gewonnen, meine Damen und Herren. Shut the annoying guy up. Also ich soll dafür sorgen, dass der dumme Spar... Nein! Lol. Ich habe neue Spiele. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, wie das Spiel hier funktioniert. Und zwar dadurch, desto weiter man kommt in den bisherigen Sachen und desto mehr man davon hinkriegt und die Sachen wiederholen sich ja auch immer, kriegt man ja auch mehr hin. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kriegt man neue Spiele. Also, wir spielen noch einen Durchlauf. Wir haben einen Roboter und jetzt steht hier High Five the Pirate. Ich weiß nicht, wie ich das mache. So. You win! Okay, win habe ich als erstes. Chuck Huck jetzt wieder, das heißt, ich muss wieder den Typen boxen. So, habe ihn jetzt komplett zerstört. Shoot the Kite als nächste Aufgabe. Das habe ich bisher noch keiner hingekriegt. Ich weiß auch nicht... Wie soll das funktionieren? Ich muss wieder essen, das heißt, einfach nur im passenden Augenblick so hier drauf drücken. Das hat geklappt auf jeden Fall. Win. Hier jetzt wieder den Tisch umstoßen. Das heißt, ich versuche den wieder bis zum UFO da oben hinzuhauen. Genau, hat geklappt. Jetzt wieder den Furz verstecken. Das ist ein bisschen langweilig, dass sich die Aufgaben die ganze Zeit wiederholen. Er steht hier vorne auf der Ecke, haut seinen Furz raus. Ich habe wieder gewonnen. Die nächste Aufgabe ist Clear the Eye, also wieder das Auge säubern. Bam, da holt... Nein, fuck loose! Win the Show nun als nächstes. Ich weiß nicht, was das jetzt hier... Ich habe letztes Mal Rar genommen, das war eigentlich ganz gut. Da steht wieder Win. Smash the Bug, das habe ich letztes Mal auch hingekriegt. Also das mit der Fliege. Das heißt, so, da haben wir die Spinne bzw. Fliege bzw. Insekt getötet. Und da haben wir den Roboter am Arsch. Schon wieder neue Games am Start. Das ganze Game besteht wirklich daraus, dass man die gleichen Aufgaben macht und dann kommen immer wieder neue Games dazu.
Das war's hier vom Video, meine Damen und Herren. Ich wollte das Video heute eigentlich ein bisschen länger machen und ich meine, ihr seht schon, ich habe auch noch schon wieder ein paar neue Spiele freigeschaltet hier. Wenn ihr wollt, dass ich das Game nochmal spiele, ich habe jetzt noch viel mehr einzelne Minigames freigeschaltet, dann lasst mal einen fetten Like da. Ich muss jetzt das Video jetzt leider nur schon beenden, weil ich nach Amerika fliege und noch überhaupt nicht gepackt habe und mir nicht so viel Zeit lassen darf. Ihr findet hier oben Smiley eingeblendet, bla bla bla, klickt da drauf, bla bla, dann seid ihr neuer Abonnent von meinem Kanal, ist kostenlos, cool, man wird ein besserer Mensch dadurch. Da oben findet ihr ebenfalls meinen Shop, dies, das, bla bla, eingeblendet. Hier unten ist ein anderes Video, klickt da drauf, dies, das, bla bla bla, blub. Warum hat er blub gesagt, ne?